wie funktioniert das Geschäftsmodell BVB? Wie wird damit Geld verdient? Wenn man 3 Jahre ohne Zuschauer spielen muss, dann ist es mit Geld verdienen natürlich nicht so weit her, das ist ja klar. Aber normalerweise, was wir machen, wir spielen natürlich Fußball, das ist logisch. Das, was wir an Eintrittsgeldern im Jahr einnehmen, das sind im Normalfall, wenn nicht irgendwas wieder dicht gemacht wird, vielleicht 40 Millionen. Das macht aber nur gut 10%, meistens noch etwas weniger vom Umsatz aus. Fernsehgeld ist das größte Thema, Sponsoring ist das größte Thema. Das sind die beiden mit Abstand größten Erlössäulen. Wir hatten uns eigentlich, bevor dann der Putin da auf die Ukraine losgegangen ist und dann noch, dass ja auch dieses Thema jetzt mit dem Gas daraus gefolgt hat, hatten wir eigentlich gedacht, wir können im Sponsoring dieses Jahr 150 Millionen schaffen. Also ist schon gewaltiger Batzen und das ist das und Fernsehgeld ist das Wichtigste. Merchandising ist dann der nächste, aber das macht vielleicht 30 Millionen aus oder so. Das ist vor allem da ist der Rohertrag nicht so. Beim Sponsoring ist im Prinzip da hast du einen 90%igen Rohertrag während dem Merchandising. Du musst das Trikot erst produzieren, du hast die Vertriebskosten etc. pp. Dann geht natürlich auch noch was an Puma und am Ende des Tages hast du noch 20-25%. Also das, wenn ich jetzt am liebsten nicht mehr Sponsoring einnahmen. Was bleibt am Ende übrig an so einem, in so einem Geschäftsjahr? Was hängt immer vom fünften Erlössäule ab, vom Transfer. Ja. Ah, okay. Das heißt, wie viel Sie dann da kaufen, verkaufen. Wenn du also jetzt am Ende des Tages für 50 Millionen mehr verkauft hast, als eingekauft hast, wobei das auch ein schwieriges, wir sind ja, gehe ich mal davon aus, Leute mit einer gewissen Vorbildung, wenn du einen Transfer machst, dann ist die Summe ist 50 Millionen, dann geht's immer darum, wie viel Buchwert hat der Spieler, weil Spieler sind laut Finanzamt ein immaterielles Anlagegut. Und das heißt also, wenn du jetzt den Spieler vor 2 Jahren gekauft hast für 40 Millionen, dann hast du schon mal 10 Millionen jedes Jahr abgeschrieben, dann ist noch 20. Und dann hast du aus dem Transferende für 50 verkaufst, dann 30 Millionen Erlös. Und das ist im Prinzip 30 Millionen Erlös, toppt dann die meisten anderen Erlösfelder. Also das heißt, am Ende des Tages ist es immer so, wir versuchen immer, also vor Corona haben wir das so versucht, dass wir immer ein ausgeglichenes Ergebnis über die anderen Erlösquellen gestalten wollten. Und dann, wenn du dann irgendwas noch gemacht hast, weil meistens holen, unser Problem ist ja bei Borussia Dortmund, dass die Top 5 in Europa uns immer permanent unsere Spieler versuchen wegzuholen. Barcelona, ich weiß nicht, wer von Ihnen ein bisschen Ahnung vom Fußball hat. Barcelona hat jetzt einen kompletten Sturm von Borussia Dortmund, Dembélé, Lewandowski und Aubameyang. Und deshalb ist es für uns am Ende des Tages auch immer wichtig, was machen wir für einen Transfer dazu. Okay. Genau, Geisterspiele, Corona, es gab die Auflagen, die Zuschauer dürfen nicht mehr ins Stadion. Damit ist ziemlich viel Geschäft weggebrochen. Ja. Was war Ihr Learning aus der Krise und was können wir als Unternehmer daraus lernen? Wie sind Sie mit der Krise umgegangen? Wochenende war Fußball von Samstagmorgen bis Sonntagabend und auf einmal war Lockdown. War gar nichts. Ich bin samstags morgens wach geworden und habe gesagt, was machst du denn jetzt? Ich hatte überhaupt keinen Plan, weil ich noch nie was anderes gemacht hatte. Und dann habe ich angefangen zu wandern. Aus reiner Verzweiflung. Im Sauerland? Ja, im Sauerland, in Dortmund, egal wo ich gerade war. Weil wenn du dann so 20 Kilometer unterwegs warst, war schon mal wieder 5-6 Stunden rum. Ja, konntest auch kein Fernseher machen, gab auch kein Fußball. Wurde ja nirgendwo gespielt, nur in Weißrussland. Das wollte ich jetzt aber nicht angucken. Und das waren schon krasse Erfahrungen. Wettbewerbsumfeld. Bochum direkt in der Nachbarstadt spielt jetzt auch Erste, Schalke spielt Zweite. Nee, die sind schon wieder aufgestiegen. Schalke ist aufgestiegen? Ja, wieder aufgestiegen, ja, klar. Wow, gut, ja. Also haben wir jetzt 3 Vereine direkt hier. Ja, hatten wir eigentlich immer, ne? Okay. Bis die Schalke jetzt mal eine Erholungspause brauchten, aber ich bin froh, dass wir dabei sind. Ist gut, tut der Liga gut, Schalke ist ein großer Verein, ist eine gute Geschichte. Inwieweit betrifft das Business, dass jetzt 3 Vereine aus der Region so eng nebeneinander, das gibt's ja nirgendwo anders in Deutschland, in der ersten Liga spielen. Hat das irgendwie aufs Geschäft einen gewissen Einfluss? Kaum. Weil Bochum ist sicherlich
ein Verein, vor dem ich total Respekt habe. Erstmal ist mein Vater gebürtiger Bochumer, aber die machen aus ihren Möglichkeiten jede Menge. Aber wir haben ein völlig anderes Einzugsgebiet. Das heißt, wir operieren ja mal mindestens deutschlandweit. Und zum Beispiel, es sind, glaube ich, nur 15% der Zuschauer, die wir haben 81.000 im Signal Iduna Park, 15% kommen aus Dortmund. Alleine 5.000 kommen aus neuen Bundesländern, jedes Spiel. Das heißt also, wir haben flächendeckend, gibt ja da diese Nielsen-Untersuchung jedes Jahr und wir sind in jedem Gebiet unter den Top 3. Und das heißt also, zu uns kommen die Menschen aus ganz Deutschland, vielleicht aus dem Freistaat ein paar weniger, aber ansonsten relativ flächendeckend. Und von daher beißen wir uns da auch nicht. Das ist, nein, das ist kein Problem. Okay, cool. So, das nehmen wir auch als Schlusswort, dass es nicht nur um Geldverdienen geht, sondern dass es auch darum geht, dass Fußball der Kitt der Gesellschaft ist. Und Herr Watzke, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Dankeschön. Thank you.